In Avid Studio haben Sie die Möglichkeit, eine automatische Diaschau oder einen automatischen Video schneiden zu lassen. Diese Funktionen Smart Slide für Diaschau und Smart Movie für Film finden Sie im unteren Bereich. Ich zeige Ihnen einfach kurz, wie dies funktioniert. Klicken Sie auf Smart Slide, um eine Diaschau zu erstellen. Sie haben nun in diesem Bereich die Möglichkeit, Fotos hinzuzufügen, die Sie verwenden möchten für Ihre Diaschau. In diesem Bereich legen Sie dann ein Audiostück oder mehrere Audiodateien hinein, zu denen dann die Fotos synchronisiert werden sollen. Ich ziehe einmal einige Fotos aus der Bibliothek von diesem oberen Bereich, da in diesen unteren Bereich hinein. Jetzt sehen Sie, habe ich zum Beispiel 25 Fotos angewendet. Ich kann natürlich auch noch weitere Fotos hinzufügen, je nachdem, wie viele Sie in der Bibliothek gespeichert haben. In diesem Bereich können Sie auch noch die Reihenfolge der Fotos ändern, also das heißt, Sie können ein Foto einfach mit der Maus an eine andere Position ziehen, um so die Reihenfolge zu beeinflussen. Als nächstes nehmen Sie eine Audiodatei aus Ihrer Bibliothek und ziehen diese in diesen Audiobereich. Das Musikstück dauert ca. 4 Minuten 6 Sekunden und das wird auch so angegeben. Wenn jetzt die Musik viel zu lange oder viel zu kurz ist, dann würde hier stehen, dass Sie eventuell mehr oder weniger Fotos verwenden sollen, um eine optimale Länge zu erhalten. Als nächstes können Sie noch einen Titel erstellen, der dann im Film bzw. in der Diaschau angezeigt wird. Sie können noch angeben, ob die Länge der Diaschau an die Musik angepasst wird und ob Sie ein Pan und Zoom zulassen möchten. Das heißt, die Bilder werden dann leicht animiert. Sie können noch angeben, wie die Fotos sortiert werden sollen, das heißt definiert, so wie diese nun hier sortiert wurden, oder ob die Reihenfolge chronologisch oder zufällig sein soll. Als letztes sollten Sie noch unter Videoeinstellungen angeben, in welchem Format Sie dann später die Diaschau exportieren möchten. Wenn Sie sehr gute Qualität haben, können Sie natürlich ein High-Definition-Projekt erstellen. Das bedeutet, wenn Sie die Diaschau in HD ausgeben möchten, dass Sie dies auf eine Blu-ray-Scheibe tun müssen oder als MPEG-Datei oder als Datei in High-Definition-Auflösung. Als nächstes haben Sie die Möglichkeit, eine Vorschau zu erhalten. Das heißt, Avid Studio berechnet diese Diaschau im Hintergrund und zeigt Ihnen danach im Vorschaufenster eine Vorschau an. Eine weitere Möglichkeit ist es dann, die Diaschau zu bearbeiten, das heißt individuell den Vorschlag von Avid Studio noch anzupassen. Wenn Sie aber direkt einverstanden sind mit dem Vorschlag von Avid Studio, dann können Sie auch direkt auf Export klicken, um die Diaschau zu exportieren. Zum Beispiel auf eine Disk, also DVD oder Blu-ray, oder als Datei oder direkt als Upload ins Internet. Warten Sie einfach, bis dieser Fortschritt im Hintergrund beendet wurde. Ein neues Fenster erscheint. In diesem Fenster können Sie nun den Vorschlag der Diaschau anschauen. Das heißt, klicken Sie einfach auf Wiedergabe. Die Diaschau beginnt zu laufen. Sie sehen nun, dass die Fotos leicht animiert sind. Das war unter Pan und Zoom anzugeben. Sie können dieses Fenster nun wieder schließen, da es sich nur um eine Vorschau handelt. Wenn Sie die Diaschau individuell noch anpassen möchten, dann klicken Sie auf Bearbeiten. Sie erhalten nun den Vorschlag von Avid Studio auf der Timeline und können nun jedes Foto in der Länge und jeden Übergangseffekt und so weiter noch individuell anpassen. Wenn Sie aber diese Diaschau direkt exportieren möchten, dann klicken Sie einfach auf Export und Sie gelangen dann auf das Exportfenster und können hier zum Beispiel wählen, ob Sie die Diaschau auf eine Disk oder eine Datei exportieren möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Lektion für das Exportieren. Wenn Sie Ihre Diaschau
nicht mehr in diesem Fenster haben möchten, dann klicken Sie einfach auf Zurücksetzen. Und alle Fotos und das Musikstück wird dann wieder gelöscht. Eine andere Möglichkeit ist die Smart Movie Funktion. Mit der Smart Movie Funktion können Sie nicht nur Fotos hinzufügen, sondern auch Videodateien. Das heißt, Sie können Videoclips hinzufügen, genau gleich, wie Sie das mit den Fotos auch getan haben, und können gleichfalls auch ein Musikstück hinzufügen. Natürlich können Sie das auch noch mit Fotos kombinieren, das heißt, Sie sind nicht nur auf Videos angewiesen, sondern können dies auch mit Fotos kombinieren. Wiederum können Sie Ihre Medien unterschiedlich sortieren und die verschiedenen Einstellungen vornehmen. Sie können hier noch angeben, wie laut die Originallautstärke der Videos im Verhältnis zur Musik sein sollen. Und Sie können hier unter Fotomix noch angeben, wie die verfügbaren Fotos und Videos verteilt werden sollen. Wiederum können Sie auf Vorschau klicken, um eine Vorschau zu erhalten, oder Bearbeiten oder Exportieren wählen, um dann das Smart Movie direkt zu bearbeiten oder zu exportieren. Wenn Sie eine Diashow mit Smart Slide oder einen Film mit Smart Movie erstellt haben und die Informationen dann wieder löschen, dann wird automatisch eine neue Kollektion gemacht, die heißt Letzte Smart Kreation. Wenn Sie also diese Smart Kreation noch einmal erstellen möchten, dann wählen Sie einfach diese Kollektion aus und können nun die entsprechenden Medien wieder in diesen Bereich hinzufügen, um diese Smart Movie oder Smart Slide noch einmal zu wiederholen. Wenn Sie diese Kollektion löschen möchten, dann klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste und sagen Kollektion entfernen. Dabei werden nicht die Fotos, Videos und Musikdateien gelöscht, sondern einfach die Zuordnung der Kollektion wird wieder entfernt.